Damen und Freunde, willkommen zu einem kleinen Guide, wo man auf Caravan Island die kompletten Teile für die Seilrutsche und auch fürs Ladegerät findet. Ich synchronisiere das jetzt nach, ihr seht es hier schon. Das sind Ausschnitte aus meinem längeren Part, das ist zusammengeschnitten, dass man nicht so lang schauen muss. Von daher los geht's. Gleich am Anfang, wenn man den, da seht ihr unten den Hafen, wenn man nach oben geht, ist so ein Wasserteil, so eine Puppe und die Rohre hier kann man drehen. Also die Anschlüsse mit Trichter verbunden. Unten ist ein Brunnen mit einem Rettungsring mit Teile drauf und der hebt sich, wenn man Wasser einfüllt. Und seht ihr, weiter unten spritzt es jetzt raus. Somit muss man einmal das Ganze durchlaufen, indem man einfach die Rohre ungefähr zueinander richtet. Das ist jetzt nicht so der Rätsel-Parcours etwas, aber ich habe immer, aber ich zeig's halt trotzdem her. Ich lasse immer ein paar Schritte davor, manchmal ist das halt aus dem Kontext raus, aus dem Videokontext rausgerissen. Ich lasse immer ein paar Schritte davor, dass man sieht, wie ich da hinkommen bin und sich ungefähr auf der Insel orientieren kann. Ich kann es leider jetzt nicht nachzeigen, da ich kein Savegame habe, wo ich das noch nicht alles zusammengesucht habe. Aber das jetzt den Brunnen da hinten und ich denke, es ist so auch möglich bei Fragen einfach sagen. Hier ein Cut, bin ich wieder raufgelaufen, jetzt alle Rohre verbunden, jetzt pumpt man da etwas. Pumpe, 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 Düse. Und voilà. Theoretisch ist da jetzt schon genug Wasser unten. Ich glaube, zwei, dreimal reicht, aber bevor ihr den Weg nochmal läuft, pumpt es einfach ein bisschen mehr. Es tut nicht weh und es macht irgendwie auch Spaß. Wer spritzt nicht gerne in der Gegend rum? Und da haben wir es. Teil einer Seilrutsche. Teil 1. So. Dann cut mal zum nächsten. Hier sind wir unter Wasser. Ihr müsst rund um die Insel laufen. Dann seht ihr irgendwo ein Rad mit einem Seil ins Wasser. Mit einem Rohr ins Wasser, so ein Schlauch, Entschuldigung. Der führt dann zu dieser Wasserbubble da. Da seht ihr ihn runterhängen. Der ist ganz leicht zu finden, den werdet ihr nicht übersehen. Theoretisch müsst ihr dem einfach folgen. Ihr müsst halt immer wieder dazwischen Luft holen. Da cutte ich kurz, da habe ich zwei, dreimal Luft geholt, weil ich Fische getötet habe. Dann geht es ab nach unter Wasser. Da kommt noch eine Zwischenstation da unten dann. Da habe ich mich halt immer ein bisschen umgeschaut. Es gibt auch viel Eisen da hier, Schrott zu suchen. Sand ist auch nicht zu unterschätzen. Glas braucht man auch manchmal. Ton ist wichtiger für die Essensschüssel. Ein kleines Gimmick habe ich hier unten dann. Ich bin etwas drin lassen. Da ist ein kleines Versteck mit einem Tresor. Den habe ich drin lassen. Nur damit man es. Als Gimmick halt, dass man es weiß, weil er cool ist. So. Weiter nach unten, dem Schlauch entlang. Da ist die kleine erste. Zweite Zwischenstation zum Luftholen. War auch schon bitter nötig. Wenn man da ein bisschen was einsammelt, ist man wirklich ziemlich luftmäßig am Arsch. Also in einem runter geht, glaube ich, wirklich nur schnell durch. Und das geht sich, glaube ich, dann aus mit einer Wasserflasche angelegt, aber eine Luftflasche halt. Aber das ist halt, muss man halt auch, muss man halt alles liegen lassen und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und da das, wie gesagt, aus dem Video geschnitten wurde, habe ich mich halt ein bisschen nach umgesehen nebenbei, da liegt eine Kiste, die sollte man auch mitnehmen, bin ich gerade vorbeigeschwommen dran. Da war ich größtenteils auf der Suche nach Eisen, weil mein Eisen wirklich ausgegangen ist dann. Die Kiste habe ich jetzt übersehen, toll. Ja, die habe ich eingesammelt, aber jetzt halt nicht. Okay. So, diese Explosivfische sind ziemlich nervend. Ihr müsst immer schauen, dass ihr volle Leben habt, weil wenn euch so einer mal begrüßt von hinten und explodiert, da verliert es drei Viertel der Leben. Also wenn es da ein bisschen Damage kriegt, habt ihr sicher trinken oder so, schauen wir ziemlich arm aus. Heilsalbe und so mitnehmen. Immer gut. Hier sind wir schon. Da drinnen gibt es die Teile. Zeige ich aber zuerst noch da in dem Spalt hinten. Wenn ich durch Zufall drauf komme, liegt ein kleiner Safe. Wo ist er? Da ist er. Ziemlich versteckt. Jetzt leuchtet er. Ja, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der ausgiebiger war, aber okay. War nur ein Scharnier drin, was soll's.
So, und hier sind wir beim, das was ihr auch benötigt, nämlich ist der Schlüssel zur Krankenstation. Ein Seilbahnteil und der Metalldetektor-Bauplan. Der ist so dabei in dem Part. So. Dritter Part. Wo kriegen wir das dritte für die Seilbahn her? Ich bin jetzt ganz oben auf der Insel. Neben dem Haupthaus, wo der Behälter ist, wo man alle drei Parts braucht, kann man mit einer Treppe, das ist die mit Löcher immer drin, wo Bretter fehlen, kann man rüberlaufen auf die Spitze da. Da steht die Rakete. Für die braucht sie explosives Pulver, was ihr aus den Fischdinger herstellt, um die zu zünden. Die explodiert dann dort und ihr seht's. Na, sieht man's? Ja, da fällt was vom Himmel. Ein kleiner Fallschirm. Mit dem Surprise. So, jetzt müssen wir auf die Insel darüber. Die findet ihr beim einfach im Kreis schwimmen rund um die Insel, findet ihr die schnell. Dann habt ihr da so eine kleine Rampe rauf. Zack. Und dann einfach darauf, ich habe das drin lassen, dass man den Weg dahin sieht. Es ist nicht schwer, aber der Vollständigkeit halber gehört es halt dazu. Normalerweise synchronisiere ich ja nicht viel nach, weil ich das eigentlich eher so live im Leben sozusagen mit aufnehme. Wenn da Scheiße passiert oder so, dann ist es halt so, gehört dazu, so bigger, longer and uncut, à la South Park Kinofilm. In dem Fall jetzt aber, ich kann das nicht nachspielen, weil ich die Teile ja schon eingesammelt habe. Ich habe kein Save Game dafür. Ich wollte jetzt gar nicht lang umtun. Ich habe einfach das rausgeschnitten aus meinem vorigen Part. Deswegen renne ich manchmal ein bisschen wirr in der Gegend rum oder hüpf so beim Fenster in der Gegend rum. So, rauf die Leiter. Und da ist er. Der Major Tom. Und ein Bauplan fürs Feuerwerk. Natürlich, wie immer, war mein Inventar voll zu dem Zeitpunkt. Und dann gibt es da auch dann den Teil für die Seilrutsche, wenn ich ihn dann netterweise aufheben würde. Da war ich mir wieder nicht sicher, was ich weghaue. Ich kann mich immer so schwer von Sachen trennen. Und Teil 3, der Seilrutsche. So, ab in die Mitte nach oben. Das ist der höchste Punkt. Da kommt sie eigentlich eh von, wenn sie einfach den Weg nach oben läuft, kommt sie sowieso da an. Sozusagen der Aussichtsturm, der Stützpunkt, die Basis von wem auch immer hier war. Und da ist die Kiste, wo sie die drei Teile reinhaut. Und voilà. Bauplan Seilrutsche. Bauplan für das Werkzeug Seilrutsche zum Rutschen. Gut. Weiter geht's mit dem Ladegerät. Die drei Teile von der Seilrutsche haben wir. Ich sehe jetzt, ich renne einfach am Strand rum. Bei dem Boat Repairs. Da hinten ist mein Floß. Gleich am Anfang, wenn man anlegt, der liegt der Teil einfach auf dem Bootssteg rum. Heißt so viel wie einfach am Steg entlang latschen. Dann kommt es schon hin. Und da ist er. Kabel. Fürs Ladegerät. Teil 1. Also Battery Charger ist es eigentlich, aber und Ladegerät heißt es hier im Deutschen. Der zweite Teil. Ich bin hier oben raufgelaufen, den ersten Weg, ganz normal. Die Treppe hier hinter mir war ziemlich markant. Das sollte man halbwegs erkennen und finden, wenn nicht, jetzt ist es an die Umgebungen. Dann bin ich noch ein bisschen durch die Karawanen, Wohnwegen, Dinger da durchgerannt. Und habe noch, wie immer natürlich, in meinem Sammelwahn alles mitgenommen. Da war ich aber schon. Da ist schon dreimal drin. Dann Leiter rauf. Und hier ist es. Also wie gesagt, das ist gleich am Anfang, wenn man einfach nur da, wo die Pumpe war, der Wasserschlauch nach oben geht. Ja. Und einfach kommt es ja dort an. Jetzt waren wir wieder auf dem Aussichtsturm oben. Sind von dem runtergehüpft. Und auf den Turm nebenbei hingelatscht. Der ist auch gut erkennbar. Das ist die Brücke. Die Brücke, wie man gesehen hat, wo keine Löcher drin sind. Es gehen nur zwei Brücken weg. Eine rauf und zwei von unten weg oder eine weg. Das weiß ich jetzt nicht. Aber man sieht es. Das ist auf jeden Fall die ohne Löcher. Müsst ihr ein bisschen im Kreis latschen. Und nach dem Weg nach oben suchen. Habe ich auch ein bisschen gebraucht. Wie ihr seht. Im Endeffekt ist es immer so offensichtlich, es ist eh mitten da eine Leiter. Und da wollte ich da oben noch rein, das geht sich nämlich mit Sprung aus.
Zack. Zack, die Bohne. So, aber jetzt. Darauf. Tada! Ladegerätteil. Die Kabel. Nummer 2 plus Kiste. Jetzt habt ihr den Weg gesehen, wieder da über dem Hauptquartier mit der Seilbahn. Das Werkzeug müsst ihr euch zersparen dann. Zurück zum Bürgermeister Heisel. Da liegt auch ein Hut rum. Den habe ich schon mitgenommen. Die Kiste kann man aufsperren. Findet meinen Schlüssel im Krankenhaus drin für den Bürgermeister. Kiste, die ist aber nicht so nützlich, aber doch. Und hier, Bauplan. Das war's. Ich hoffe, es hat geholfen. Lasst es ab oder bis bald.